Willkommen zurück und es geht nun also darum, dem Gnom, unseren ständigen Antagonisten in Lost in Play, die Krone wegzuschnappen, die wir das letzte Mal leichtfertig bei unserem Flug verloren haben. Nun gut, wir sind aufgewacht ohne unsere Schwester, aber dafür mit einigen neuen Charakteren. Womöglich Feinde Oder des Angina Baluna. Gnomenkönigs. Kachopula Kensin Men. Oder Angina Okay, Baluna. wir sollen einfach das Fernrohr Kachopula nutzen, Kensin um Men. unsere Schwester zu finden. Soweit, so gut. Wir scheinen uns auf einer schwebenden Insel zu befinden, die nicht so weit weg ist von dem Schloss des Quietscheentenkönigs, was ja wirklich einfach beeindruckend ist. Und seht euch nur diese Rüstung an. Nun gut. Hier ist ein kleiner fieser Vogel zu sehen. Ein nicht ganz so unheimlicher Soldat. Aber unsere Schwester sehe ich noch nicht. Der Quietscheentenkönig. Ah, doch. Ganz oben ist sie gefangen. Natürlich. Aber Luna Kaijunik. Wie befreien wir sie? Natürlich hat das Trio schon einen Plan parat. Wir sollen eine Lieferung Gemüse hinbringen und sie werden ihn ablenken und seinen Platz einnehmen unter der Rüstung. Sehr gut. Daraufhin wird ihm Einlass gewährt von dem schrägen Vogel. Den werden sie ausschalten und mit einem friedlichen Hähnchen austauschen. Und dann wird der obere Soldat eine neue Blume bekommen, die aber versetzt ist mit einem ganz besonderen Duft, der ihn einschlafen lässt. Und damit können wir selber dann in das Schloss einsteigen. Nun gut, das sind interessante Forderungen. Was genau soll das denn jetzt sein? Aber gut, lassen wir uns davon nicht aufhalten. Wir brauchen einen kleinen Gockel. Wir brauchen eine Blume, die jemand einschläfert. Und wir brauchen irgendwas anderes war es noch. Aber, ach ja, Gemüse. Gut, hier finde ich noch nichts. Aber vielleicht hier. Dieser BH, den dürfen wir sicher nicht einfach so nehmen, oder? Ah, damit können wir etwas anderes nehmen. Das kleine Baby wird uns verraten. Na gut. Wasser. Der Brunnen. Ist da etwas drin, was wir gebrauchen können? Ein Kronkorken. Ja, den Totenkopf können wir auch irgendwann uns holen. Wie können wir ihm denn helfen? Und wozu? Also ist ja nett, dass er für uns hier Musik spielt, aber so richtig verstehe ich es noch nicht. Gemüse, ein Gockel. Ein Buch. Ah, die Vogelscheuchen. Ja. Wir brauchen, um eine effektive Vogelscheuche für diese Vögel aufzubauen, den Totenschädel sowie dieses ganz besondere T-Shirt.
In Ordnung. Da haben wir wieder was gelernt. So sieht also eine optimale Vogelscheuche aus. Maritza Luca. Und dafür bekommen wir dann das Gemüse. Behalten wir im Hinterkopf, versuchen nun aber erstmal an den Gockel weiter zu geraten. Und hier oben wird es auch dieses ganz spezielle Kraut geben. Aber die Vögel hassen uns so sehr. Zwei ihrer Schafe fehlen. Das eine haben wir schon gesehen. Und ein leckendes Fass. Die haben auch diese Kronkorken. Und er braucht wohl einen, um weiter an dem Spiel teilzunehmen. Oder wir nehmen teil und müssen dann probieren, den anderen Gnomen ihre abzunehmen. Zehn Stück? Ich habe nur einen. Nee, ich kann auch immer nur mit dem rechts damit reden. Na gut. Natürlich. Und da ist das andere Schaf schon mal. Also wir haben wirklich nicht viel hier bekommen. Ich frage mich ein bisschen, was wir mit diesem Flyer anfangen sollen. Können wir daraus vielleicht einen Papierflieger machen und das Schaf erschrecken? Nee. Und wie soll ich an 10 weitere dieser Kronkorken geraten? Da bin ich jetzt schon ein bisschen irritiert gerade. Das fängt ja schon super an. Nee, da ist auch nichts weiter. Hin kann ich aber auch nicht irgendwie. Ach, da ist er jetzt. Ja gut, okay. Er hat sich von dem Kartenspiel verzogen. Fleißig Muranzak. Mit dieser Maske werden wir uns wohl als ein Vogel. Als ein Vogel verkleiden können und damit zumindest dieses Kraut einfach uns abholen können. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn es denn am Ende wirklich so einfach ist. Abwarten. Maritza Luca. Das wollte ich gar nicht. Kann ich mir den jetzt eigentlich schon aufsetzen? Nein. Ich hätte mich gefragt, was passiert, wenn wir als ein Riesenvogel gegenüber diesen Bauern auftreten. So. Eintritt wird gewährt. Vielen lieben Dank. Und hier gibt es noch einige andere, die wir finden können. Sehr schön. Damit haben wir auch endlich eine Möglichkeit, dieses Leck zu stopfen bei den anderen. Da ist der Magnet. Aber den gibt uns keiner. Alonzilon. Flurioimak. Flurioimak. Flui. Oi, Chuck. Katorzika. Mhm.
Ich würde ja mal annehmen, dass das irgendwas mit den Gegenständen, die unten so zu sehen sind, zu tun hat. Wir hatten ein Schwert. Es gab irgendwo auch eine Karotte und vielleicht noch irgendwas. Aber ich fürchte, das war noch nicht alles. Nee, da muss ich erst nochmal nachgucken. Okay. Ah. Mensch. Gehe ich damit ganz runter? Ja, ich fürchte, ne? Dann wäre es ja Axt, Schwert. Nee, Quatsch. Hier ist nämlich eine Karotte. Schwert, Mensch, Karotte. Aber die sind ja auf derselben Ebene. Also das dürfte stimmen. Und auf dem nach oben war ja die Pflanze angezeigt. Ja. Aber was sollen die zwei Sachen denn darstellen? Ich habe da nichts gesehen, was mit so einem übereinstimmen würde. Ah, das Schwert ist so ein Busch. Ja, okay. Dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Viereck, womit irgendwas gemeint sein könnte. Aber sind die T-Shirts damit gemeint? Also, der Busch ist das Schwert, der Mensch ist der Kreis und vielleicht ist wieder ein X dabei. So als Symbol für, da ist nichts. Ja. So wird's wohl sein. Sehr schön. Damit kriegen wir nun also endlich auch die Blume. Und damit unser erstes Item dafür. Wir haben aber immerhin auch schon mal diesen Drehhahn. Das ist schon einiges wert. Wie wir da rankommen sollen an dem Magneten, weiß ich Stand jetzt noch nicht. Ich kann den auch nirgends irgendwie an mich heranziehen, oder? Nee. Okay. Ach, verdammt. So, was habe ich jetzt davon? Kann ich die damit anlocken? Ist das ein Quatsch? Wunderschön. Okay, ich krieg die Flasche und kann damit vielleicht das andere Schäfchen wieder auf meine Seite ziehen. Hab gedacht, du kannst damit das Schaf anlocken. Warum willst du denn jetzt hier herumpupsen? Sehr gut. Wenigstens eins schon mal parat. Aber wie komme ich jetzt an das zweite heran? Ich denke mal fast, dass sie uns dann diesen tollen Stock übergeben wird, womit wir womöglich später
dann den Gockel uns runterziehen oder so. Keine Ahnung. Hilft uns die Maske vielleicht auch bei dem? Nein. So, das ist ein Geheimcode, damit wir zu denen immer rein dürfen, ja? Okay. Ja. Haben die hier vielleicht noch irgendwas parat, was uns hier bei unserer Quest helfen könnte? Oder muss ich jetzt wirklich versuchen, so häufig wie möglich daran zu klopfen? Damit der runterfällt. Was ist denn, was, wenn ich einen vollkommen falschen Code bringe? Ja. Sehr schön. Perfekt. Und wir haben ihn. Wir können hier... Wir können eine Melodie finden. Ja, super. Und mit dieser... Heavy-Metal-Einlage können wir dann vielleicht eines der Schafe, was sich da noch versteckt, eher auf unsere Seite ziehen oder komplett verärgern, sodass es einfach wegläuft. Ich weiß es nicht. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie sich das gleich anhören wird. Dann bitteschön, hier sind die Noten. Ich hab mir schon fast gedacht, dass das Schaf das eher mag. So schnell kann's gehen. Sehr schön. Ein weiterer zufriedener Kunde, dem wir unsere Rätsellösungstätigkeit nicht in Rechnung stellen werden. Denn wir bekommen ja jetzt bestimmt etwas. Es war so klar. Natürlich wird das Hühnchen sich trotzdem unseren Griff hier nochmal entziehen wollen. Sehr schön. Und wirklich, der Schäferstock ist nun auch unser. Und mit dessen Hilfe... Wir haben doch eigentlich schon fast alles. Naja gut, wir brauchen noch das T-Shirt für die Vogelscheuche. Wie kann uns dabei dieser Stock helfen? Will das Baby einen Stock? Also so langsam müsste es ihr aber auch komisch vorkommen, wie oft wir diesen BH, wie oft der herunterfällt, sagen wir es mal so. Aber das reicht alles noch nicht. Ach ja, stimmt ja. Dieser Kartenspieler vom Anfang, der wollte ja den Magneten. Den kriegen wir jetzt sicher mit dem Schäferstock. Die Frage ist nur, wozu? Aber das soll uns nicht stören. Wir werden es sehr schnell herausfinden.
Ja, und ich glaube, dass die zwei verschiedenen T-Shirts, die nach links und nach rechts gezeigt haben, quasi zusammengezählt werden müssen, damit man die wie ein... Upsi. Ein Quadrat, was so schief steht, sieht. Und deswegen war dann vielleicht das Viereck mit so einem leeren Quadrat zusammenzubringen. Nun ja, schauen wir mal, ob meine Vermutung stimmt, dass jetzt der Angler uns etwas gibt, womit wir dann das Baby womöglich ruhig stellen können. Mich würde hier nichts mehr wundern. Irgendwas Metallernes will er damit holen, ja? Kronkorken. Okay, so viele Kronkorken, wie man sich nur vorstellen kann. Können wir selber vielleicht auch noch ein paar damit ergattern? Ja. Oh, wir können hier einige Sachen finden. Mitunter einen weiteren Kronkorken, aber wie genau wir da rankommen? Man muss mit der linken Maustaste zupacken, damit da irgendetwas passiert. Ich werde beknackt. Sehr schön. Auf diese Weise können wir mehrere Kronkorken also errichten und damit, tja, auch natürlich 5 Stück in diesem Rätsel finden. So, jetzt sind 4 auf der einen Seite und links ist auch schon eine. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir 5 Kronkorken in diese eine Tonne werfen. Da habe ich auch einfach nicht aufgepasst, muss ich zugeben. Ich war auch mir ziemlich sicher, dass wenn ich wie sage ich das? Wupp, 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 wupp. Also ich habe ja am Anfang eh ausgewählt, wie ich spielen will. Und das war ja eigentlich nur mit der Maus. Ich dachte WASD, ja gut, das ist dann halt Zusatz. Aber eigentlich kannst du es jetzt auch nur mit der Maus spielen. Ja, aber man muss halt die linke Maustaste benutzen, wenn man das hier so machen will. Damit man einfach den Magneten auch anschalten kann. Ja. Naja gut, einige Minuten nach dem ersten Versuch habe ich es ja noch gemerkt. Ist ja zum Glück nicht zu schlimm gewesen, aber ich hätte da jetzt schon... Ich hätte es mir einfach ein bisschen prominenter ausgestellt gewünscht, dass die Bedienungsanleitung sagt, hier... Das muss unbedingt so sein. Also klar, wurde ja auch mitgeteilt, aber ich hätte es mir ein bisschen präsenter gewünscht. Das ist alles. So, jetzt haben wir 7. Wir brauchen noch ein bisschen was. 3 Stück fehlen uns noch. 3 Stück. Hier liegt noch einer herum. Ja, vermutlich hat er einige fallen lassen auf seinem Weg und damit bekommen wir noch insgesamt 10 Stücke oder so. Ja, 9.
Aber vielleicht wird er jetzt wieder verlieren und einen weiteren. Einer fehlt uns noch. Ich verstehe es nicht. Wo kann denn jetzt die zehnte Münze oder Kronkorken sein? Ach da! Ja, jetzt haben wir 10 Münzen und können damit an diesem Kartenspiel, Poker, wie auch immer, an dieser kleinen Runde teilnehmen. Aber ich nehme an, dass sie uns die Regeln nochmal explizit erklären werden, was auch immer sie gerade spielen, und dass wir dann wohl den vollen Einsatz gewinnen müssen. Was wir dadurch bekommen? Keine Ahnung, aber es müsste eigentlich mit dem Kind zu tun haben. Vielleicht diesen Lolli. Ja, zeig mir erstmal, worum es geht. Habe ich noch nicht verstanden, sorry. Ja. Und der am Ende ist, der darf das aufdecken. Ja, okay, aber. Wisst ihr was? Ich lasse es einmal. Ach, okay. Man muss einfach eine eigene. Ach, man darf nicht über 30 kommen, ja? Ich verstehe noch nicht genau, ob ich 30 erreichen muss. Wartet mal. Das muss ich mir jetzt nochmal ansehen, wie es am Ende war. Größer gleich, oder? Meine 3 Münzen gehen dann an die anderen. Und sobald ich mehr als das rausgegeben habe. Ich weiß es noch nicht. Okay, und jetzt bekomme ich damit die 9. Ich frage mich jetzt halt, warum sie diese kleineren Karten hauptsächlich nehmen. Ne, das ist zu viel. Sollen die sich mal darum kloppen? Ich glaube, mit meiner 9 bin ich nämlich schon ganz gut aufgestellt. Die hätte ich jetzt sehr gerne. Also der darf die ja auf keinen Fall bekommen. Ja gut, jetzt muss er immerhin anfangen. Er darf die natürlich nicht bekommen. Er auch eher ungerne. Ja, dann bezahle ich 4 und nehme die.
Ja, ich muss jetzt nur mehr als er reinbieten und gewinne damit. Ja, super. Hau raus. Glück muss man haben und damit dürfte ich gewonnen haben. Und ich denke, wir bekommen jetzt diesen Lolli und können damit das kleine Kind beruhigen, dass es uns nicht verrät, wenn wir das T-Shirt klauen. Und so können wir diese grandiose Vogelscheuche direkt nach dem Lehrbuch aufbauen. Wir können nun die Grundvoraussetzung für unseren Einbruch in das Schloss des Quietscheentenkönigs wohl durchführen und kriegen alles. Super. Oh. Mhm. So leicht lässt du dich bestechen, kleines Baby. Sehr nachvollziehbar. Und das T-Shirt gehört uns. Bye bye. T-Shirt sowie der Totenschädel kommt auf den Stab und damit werden die Vögel verscheucht. Wunderbar. Naja gut, aber er hat uns ja auch gesagt, dass wir da ein bisschen was wohl nehmen dürfen. Vielleicht nicht so viel, aber gut. So. Katze. Oh ja, wir brauchen jetzt gar nichts weiter. Und nun geht es also auf zum Schloss. Der König ist sehr überzeugt von sich selbst. Und das können wir uns ja wohl nicht gefallen lassen. Wir zetteln die Rebellion an und werden endlich den Einbruchversuch durchführen. Oder auch nicht. Der Plan ist gescheitert. Schade eigentlich, denn auf dem Papier sah der schon ganz gut aus. Aber wir befinden uns nun im Gefangenenlager des Schlosses des Quietscheenten-Gnomkönigs. Und wie wir wohl da rauskommen und hoffentlich im Zuge dessen auch unsere Schwester retten werden, seht ihr hoffentlich, wenn ich's herausbekomme, im nächsten Part. Macht es gut und habt einen schönen Tag.